Recht herzlich willkommen zur 40. Folge von This War of Mine. Ja, wir kommen von der Plündertour der Schule wieder. Tag 41 ist es. Ja, wir kommen alleine hin, ist klar. Sie ist ziemlich erschöpft wohl. Was gibt's zu berichten? Katja ist blass und muss die ganze Zeit, sie ist schwer krank. Okay, aber wir haben ja Tabletten mitgebracht und Medikamente auch. Sollte also machbar sein. Was haben wir denn jetzt hier? Achso, sie guckt da. Das kann das Ende bedeuten, Freunde. Versprecht mir, dass ihr nicht aufgebt und ich nicht überlebe. Ja, das sagst du dir schon selber, ne? Selbstgespräche führt sie. Schwer krank, verletzt, traurig, sehr müde. Gut, Tabletten. Ist auf dem Weg dahin was? Nein. Okay. Tabletten bitte nehmen. Verletzt ist sie auch, das heißt, wir machen danach gleich einen Verband dran. Das als nächstes. Und dann geben wir noch was essen. Auch wenn sie jetzt keinen Hunger hat, aber das ist schon besser, denke ich. Dann gehen wir hier hin. Ist traurig. Weiß gar nicht, ob wir noch Dingens haben. Ich brauche Ruhe. Ja. Aber 12 Grad ist ein bisschen niedrig, ne? Ich glaube, wir brauchen gerade einmal Feuerholz. Aus Holz. So, dann bitte da einmal hin. Ah, er ist schwindelig. Ich möchte aber ganz gerne auf jeden Fall noch hier das Essen holen. Oder wir gehen erstmal zu dem hin. 16 Grad, da kann man nicht meckern. 17 sind sogar. Wird noch ein bisschen wärmer. Wir haben keine Filter mehr, okay. Aber dann ernten wir hier gerade ab. Ich hoffe, wir haben genug Wasser. Dass wir das nochmal machen können, ne? Das brauchen wir. Und das Ganze zweimal geht nicht. Wir haben keinen Kompost. Gut, dann machen wir da rein raus. Müsste so gehen, oder? So, und jetzt müssten das zwei gehen. Ne, da. Wunderbar, machen wir auch. Da braucht sie eine Weile. Dann machen wir auf jeden Fall noch Filter, oder? Obwohl Wasser war genug da. Filter wären zwar nicht schlecht, aber sie ist sehr müde, verletzt, schwer krank. Ich glaube, das war es dann erstmal. So, wenigstens das sehr müde auf müde kriegen, ne? Oh, da unten ist auch noch was. Dann machen wir das noch gerade vorweg. Ja, komm, lass noch einmal laufen, oder? Macht's aber auch nicht. Katja, komm. Brauchst nicht rumhusten, ich weiß, dass du krank bist. Du bist Schnaps, ne? Einmal haben wir, und das wäre dann das zweite Mal, oder? Ja. Ja, können wir nur hochprozentiges herstellen und das Ganze zweimal. Machen wir auch. So, und dann ab ins Bett. Genau, zu viele schlaflose Nächte, sie hat vollkommen recht. Das läuft aber.
Und jetzt erholt sie sich. Sie ist sehr müde, traurig, verletzt, schwer krank und wohl genährt. 3 Stunden haben wir. Ich will hoffen, dass das sehr müde wenigstens weggeht. Ja. Was wollen wir sonst noch machen? Ja, wir müssen sie ausschlafen lassen. 16 Grad, 17 waren es eben schon mal. Ich könnte jetzt hier auf Tag beenden machen, aber irgendwie will ich das nicht, weil ich habe die Vermutung, dass sie sich da nicht richtig ausruht vielleicht oder so. Hoffentlich geht es hier auf müde wenigstens. Acht Uhr war das Ende, ne? Oder 7? Komm schon. Ja, 8 Uhr ist Ende. Müsste das eigentlich hier mit sehr müde noch weggehen, oder? Komm, schlaf dich aus. Nee, sehr müde steht er immer noch. Die Nacht. Ja, steht immer noch sehr müde. Wir haben Tabletten, wir haben noch einen Verband. Machen wir so. Bleiben wir eine Nacht drin. Ich glaube ja. Ich glaube, wir bleiben Tag 42. Katja, geht es viel besser. Wir müssen etwas mehr im Auge behalten, okay. Wo ist sie? Ach so, da im Bett, okay. Dann gehen wir mal los. Sie ist krank, leicht verletzt und traurig. Okay, das sind ja schon mal gute Aussichten. Ich glaube, da können wir nichts machen, oder? Nö, da fehlt uns das Wasser. Ich würde jetzt mal gerade zum Ofen, oder komm, wir gucken erstmal da. Ja, sie ist leicht verletzt, ich will jetzt gar nicht... Wir können eine Bandage sogar herstellen. Ja, komm, das machen wir, eine Bandage herstellen. Es erscheint mir wichtig, eine Bandage zu haben. Dauert natürlich auch eine Weile. Was? Minus 5 Grad? Oh. Das ist krass. So, man könnte noch eine Zigarette machen, machen wir aber nicht. Das bedeutet, wir machen gerade Feuer. Oh, da ist jemand an der Tür. Und das ist der Händler. Aber da machen wir gerade den Ofen noch an, oder? Geht. Einmal zur Werkbank, bitte. Der Händler kann gerade noch einen Moment warten. Wir können viele Sachen herstellen, aber ich will 2 Filter herstellen. Weil wir brauchen Wasser. Sonst können wir, glaube ich, auch nicht kochen. Die setzen wir dann auch gleich ein. Sind es 0 Grad mal gerade hier drinnen, ne? Ja. Ah, sie kann wieder laufen. Herstellen. Da bitte auch noch. Dann gehen wir Feuerholz holen. Nee, nicht Feuerholz holen, das ist nicht aus der Falle. Feuerholz holen war da beim Händler vielleicht. Da
legen wir gleich wieder einen rein. Und da nochmal. Und dann gehen wir zum Händler. Gut, auch nochmal herstellen. So, zur Tür. Ein bisschen schneller hier. Und gucken, was er hat. Munition. Wie sieht's denn bei uns mit Munition aus? Haben wir noch 4 Kugeln, dann brauchen wir das nicht. Dann nehmen wir mal 3. Da nehmen wir 2. Dietrich wäre nicht schlecht. Lebensmittel. Hat ich glaube, das wäre noch nicht verkehrt. Und dann gucken wir, was wir tauschen. Das reicht nicht. Warte mal. Das würde auch nicht reichen. Sehr gewöhnliches Zeug, sagt er da. Den Spaten will er haben. Ist alles gewöhnlich für ihn. Ah, die Gitarre. Aber ich will die Gitarre nicht tauschen. Ich gebe ihm hier 2x Alkohol. Und das Schießpulver würde ich gerne selber machen. Tabletten. Den Spaten fand er ganz interessant. Das reicht aber nicht. Gut, wir können uns einigen. Das reicht nicht. Eigentlich Wasser mit? Nee, ne? Nee, Wasser hat er nicht dabei. Das reicht nicht. Kriegen wir noch ein Holz dabei? Das reicht nicht. Das reicht auch nicht. Gut, dann handeln wir das. Gucken wir noch einmal rein. Wir haben aber 2x Tabletten. Nee, das brauche ich dann nicht. Ein Verband haben wir auch 2. Das wäre jetzt nichts, was ich haben muss. Das würde ich Ihnen anbieten und dann, okay, wir können uns einigen. Reicht nicht. Das ist eigentlich kein schlechter Deal, ne? Okay, nochmal Fleisch. Das reicht nicht. Ich glaube, das tausche ich auch noch. So, dann soll das erstmal da reichen. Dann gehen wir Essen kochen. Funktioniert? Einmal. 2x geht nicht, weil Wasser fehlt. Und Wasser braucht noch eine Weile. Sie ist noch krank, das heißt, wir nehmen nochmal die Tabletten. Oder? Ne, wir nehmen die Tabletten. So, dann gehen wir mal hier hin.
Das Wasser ist gleich fertig. Und hier können wir das herstellen. Zweimal. Machen wir auch. Das ist, denke ich, ein super Tauschmittel. So, einmal Wasser ist da gleich fertig. So, nochmal eine zweite Runde. So, komm. Schaffst du noch, oder? Ja. Zwei Filter herstellen. Finger vielleicht noch hin, bevor es Nacht wird. Ja, ist zu kalt hier drin, genau. Schaffst du es zweimal? Ja, schaffen sie. Das Einsetzen könnte knapp werden. Na, einmal klappt nur. Nee, noch nicht mal das. Schade. Bitte, der Krieg ist vorbei. Du hast den Krieg überlebt. Krass. Okay, lebendig begraben. Bergung geholfen war Pavel. Gegenseitige Hilfe. Medikamente geholfen. Harte Entscheidung. Pavel hat jemanden ausgeraubt und fast alles mitgenommen. Okay, musste sein. Harte Entscheidung. Katja hat Verräter an anderen Leuten genommen. Ja. Kann man wohl nicht drumrum. Mädchen in Gefahr. Mädchen vor einem betrunkenen Soldaten gerettet. Super. Bedürftige Nachbarn. Wir haben auch wieder da geholfen. Schwierige Wahl. Ein älteres Paar ausgeraubt. Okay. Wehrlos waren sie. Aber wir brauchten es. Hilfsgesuch. Fenster haben wir dazu genagelt. Wunderbar. Der Bruder unseres Nachbarn wurde einen Scharfschützen getroffen. Pablo hat dabei geholfen, ihn in Sicherheit zu tragen. Okay. Bruno ist gegangen. Ja, was mit ihm passiert ist, wissen wir nicht. Marin hat uns verlassen. Ja, und da hat sich Pablo selbst umgebracht. Was haben wir hier? Lebensrettung. Ja, die Kinder für die Medikamente für die Mutter. Tag 42, Waffenstillstand. So, ein Ende hat's gegeben. Ja, gut. Das war's dann, ne? Ja, sie hat ihre Eltern gefunden. Ja. Ja, der wurde erschossen, der Bruno. Spurlos verschwunden und Pablo hat sich umgebracht. Das war die Geschichte von This War of Mine. Gut, dann sind wir wohl durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in einer Projekten wieder reinguckt. Bis dann. Tschüss.